In den USA haben sich Anzeichen verdichtet, dass US-Präsident Donald Trump das Pariser Klimaschutzabkommen aufkündigen will. Berichte, wonach die Entscheidung bereits getroffen sei, das von fast 200 Ländern unterzeichnete Abkommen zu verlassen, wurden aber nicht bestätigt. Ich werde meine Entscheidung in den nächsten Tagen bekannt geben, schrieb Trump auf Twitter. Das Übereinkommen von Paris wurde im Dezember 2015 beschlossen, das die Begrenzung der globalen Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius im Vergleich zu vorindustriellen Levels vorsieht. US-Medien berichten, Trump könnte den langwierigen Prozess eines Rückzugs aus dem Pariser Abkommen anschieben, aber auch aus der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen austreten.